Die News aus dem Trainingslager des FC Hansa Rostock. Präsentiert von der Bauer Konzept GmbH. Ostdeutschland! 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 Jugend! Haare Jugend! Haare Jugend! Rostock! Hansa Rostock! Hansa Rostock! Die Nummer 1! Die Nummer 1! Die Nummer 1 im Prozent wir! Die Nummer 1 im Prozent wir! Die Nummer 1 im Prozent wir! Ja, bei uns im Trainingslager ein altes, bekanntes Gesicht. Zwar in den falschen Farben, wie ich finde, aber hat noch ein gutes Spiel heute gemacht. Borussia Dortmund gegen VfL Bochum. Endstand 2:1. Torschütze zum 2:0 für den BVB, Edison Jordanov. Hi Eddie. Hallo, hi Lorenz. Wie geht's dir denn jetzt beim BVB? Du bist jetzt eine Weile dort. Jetzt im Trainingslager durftest du mitfahren nach La Manga. Ist sicherlich was ganz Besonderes, oder? Ja, ist eine schöne Sache. Ich habe es einen Tag vorher erfahren. Also ist alles sehr kurzfristig gekommen. Aber ja, ich freue mich. Das ist natürlich auch eine große Chance. Man kann viel lernen. Ja. Und wie ist die Qualität so im Training? Wie ist es so mit den Spielern zu spielen, die man sonst früher vielleicht nur aus dem Fernsehen kannte? Ja, ist auf jeden Fall schon mal noch was anderes. Also da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei. Ich denke, ein bisschen Zeit braucht das alles. Aber man lernt viel, es ist intensiv und ich glaube, es bringt einen weiter. Schön. Der FC Hansa Rostock ist ja hier auch 50 Kilometer weg, hier in San Pedro del Pinatar. Verfolgst du deinen alten Verein, den FC Hansa Rostock, noch? Ja, ich gucke immer ab und zu auf die Internetseite. Ich habe auch eigentlich regelmäßig zu Tommy Kontakt, auch manchmal zu anderen Spielern noch. Also doch, auf jeden Fall. Das war meine Frage, auch privat noch Kontakt nach Rostock, ja, irgendjemand, den du noch so kennst? Also ich war auch zum Beispiel Silvester für ein paar Tage in Rostock, da mit meinen Freunden auch viele von Hansa auch getroffen. Also doch, das ist immer noch. Schön, dann wünschen wir dir alles Gute für die Zukunft, Eddie, und mach uns stolz. Danke euch auch. Wir sehen uns im Rückspiel. Ja. Ja.